Wir machen weiter mit dem dritten Konzert mit Rainfall. Mariano Kekerin ist mein Name. Danke, dass Sie da sind. Und ich komme zurück zu dieser Idee, was wir von Komponistinnen uns vorstellen, dass die vor dem Klavier oder am Schreibtisch sind und die stellen fest, wie hoch, wie tief, wie laut, wie lang, wie kurz, aber nicht. Wir machen einen anderen Weg. Also, die schreiben ein Stück und normalerweise es wird überall gespielt von verschiedenen Ensembles. Hier ist es nicht, dass überall gespielt wird, sondern die fangen mit dem Saal an. Und die schreiben für das KKL. Die schreiben für den großen Saal des KKLs. Und für uns als Zuschauer, als Zuhörer, ist es wieder das, diese fantastische Erlebnis, Live-Musik zu hören. Und noch mehr besonders nach Corona. Vielleicht darf ich das jetzt schon sagen, ich hoffe, dass es so bleibt, aber Streaming war für mich nach einem Monat fast unerträglich. Also, und das muss ich ehrlich sagen, obwohl ich viel Streaming gemacht habe und auch vieles, vieles aufgenommen habe in der Zeit, wo man nicht mit Publikum oder nicht Kontakt zum Publikum haben durfte. Aber diese Situation, Musik 2D zu erleben, dass man vor einem Bildschirm steht, auch wenn man Popcorn essen kann, was man nicht im Theater darf, aber und dass zum Beispiel der Kameramann mich beeinflusst, was ich sehen muss, weil wenn es ein Soloflöte kommt und die Kamera da geht, dann kommt meine Aufmerksamkeit zu einer Sache, die ich vielleicht in einem Konzertsaal nicht sehen wollte, sondern ich möchte mehr die Begleitung oder was der Dirigent macht oder was der Solist macht sehen. Also hier kommen wir zu der Situation, dass man wieder im Theater ist und nicht nur, dass man das Theater erleben kann, weil das ist auch eine von den größten Problemen von Streaming, ist, dass man das Hauptinstrument, der Saal, nicht hat. Aber hier ist nicht nur, dass man den Saal hat, sondern auch, dass man Surround-Musik hören kann. Also wir haben Musik überall. Also wirklich, der Saal wird ausgenutzt, also vom Parkett zum Chorempor, also alle Etagen werden benutzt und die Musik fährt, macht eine Reise über die ganze Räumlichkeit vom KKL. Dafür ist natürlich die Aufmerksamkeit eine Herausforderung, aber nicht nur als Zuhörer, sondern auch als Mitmacher, weil wir haben das Stück von Michael Pizarro, Reisfall, wo eine öffentliche Ausschreibung gab, um mitzuspielen. Und obwohl es ziemlich easy klingt, es ist wirklich so, dass es Reiz ist, der runterfällt. Es ist sehr, sehr kompliziert zu entscheiden, okay, wo kommt der Reiz runter, also auf welchem Material, ob Leder oder Plastik oder Holz und wie man das schafft, dass es trotzdem Balance funktioniert, dass die Geschwindigkeit von diesem Fallen vom Reis auch funktioniert und dass man mit den 16 oder 48 Spiele oder 64, ich weiß nicht, wie viele wir haben werden, dass es alle gehört werden können. Also nochmal haben wir auch ein Multikulti-Konzert. Wir haben Leute aus Mexiko, aus Argentinien, aus den US, aus Korea, aus Taiwan, aus China. Also alles Mögliche. Ein sehr, sehr, sehr buntes Konzert. Und wir warten auf uns, auf alle diese Konzerte bei Forward Festival.